Mit diesem Foto fahndet die Staatsanwaltschaft Chemnitz nach Farhad Ramazan Ahmad wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag. Er soll an der Messerattacke in der Nacht zum 26. August beteiligt gewesen sein, bei der ein 35 Jahre alter Mann ums Leben kam. Durch die weiteren Ermittlungen hat sich gestern für die Staatsanwaltschaft Chemnitz ergeben, dass wir bei einer dritten Person einen dringenden Tatverdacht auch bei diesem Tötungsdelikt annehmen. Wir haben deshalb gestern einen Haftbefehl beantragt. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Chemnitz hat diesen heute Vormittag erlassen. Der 22-jährige irakische Asylbewerber sei womöglich bewaffnet, warnten die Behörden. Bereits kurz nach der Tat hatte die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Einen 22-jährigen Iraker und einen 23 Jahre alten Syrer. Bundesinnenminister Horst Seehofer räumte nun Fehler bei der Überprüfung der Identitäten ein. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es, der Iraker habe im Asylverfahren gefälschte Dokumente vorgelegt. Die Herkunft beider Verdächtiger sei noch ungeklärt. Inzwischen sind auch die Ermittlungen gegen zwei Chemnitzer vorangekommen. Die Männer sollen auf einer Demonstration in der vergangenen Woche den Hitlergruß gezeigt haben. Sie müssen sich deswegen voraussichtlich vor Gericht verantworten.